wollen wir mal. Flip hatte gefälschte Herzstücke als Betrug benutzt. Mit Süßigkeitenstücke absorbierte er sein eigenes Herz. Flip brachte sein komplettes Herz zu Nistro und Dextra, die das Turnier leiteten und die Vorschriften durchführten. Ich hab mein Stück, alle fünf, schau! Mein Herzstück ist fertig. Mein Gott, das ist beeindruckend. Das hat dich ja nicht sehr viel Zeit gekostet. Bin ich der erste Duellant, der es in die Finale geschafft hat? Erstaunlich! Es sei denn, es ist aus Süßigkeit. Was? Wollen Sie damit sagen, dass dieses Herzstück eine Fälschung sein könnte? Ich würde nie einen solchen Trick machen, Sir. Beweise es, dass es keine Süßigkeiten sind, indem du es formierst. Okay, das schmeckt gut. Und oh mein Gott, es schmilzt! Unglaublich, jemand tauschte mein Herzstück mit leckeren Süßigkeiten. Welche heimtückische Naschkatze, Bösewicht würde so etwas tun? Hör auf damit, Kind. Ich habe dich erwischt. Flip! Juma, Hilfe! Was planst du mit Flip zu machen? Dieser Schummler hat gefälschtes Herzstück gemacht. Er ist von diesem Wettbewerb und alle zukünftigen Duellkarnevals verbannt. Außerdem werfe ich ihn auch von Heartland City raus. Flip hat einen Fehler gemacht, aber ist das nicht ein wenig extrem? Ich werde dir sagen, was extrem ist. Er verletzte unser heiliges Regelbuch. Nun wird er dir Folgen tragen. Ich kann nicht leugnen, dass Flip einen großen Fehler gemacht hat und es verdient, bestraft zu werden, aber du kannst ihn nicht auch einfach für immer verbannen. Wie wäre es dann, wenn wir es ehrenvoll mit einem Duell regeln? Wenn ich dich besiege, dann stimmst du zu, ihm eine zweite Chance zu geben. Na schön, du wirst mich duellieren. Wenn du gewinnst, bekommt dein Freund seine zweite Chance. Aber wenn du verlierst, erhältst du genau die gleiche Strafe wie er. Lass es duellieren! Gegen Dextra. Ich kenne die Storyline noch nicht mal richtig. Na, nein, die Sachen kann ich mir alle nicht hin. Oh ja, Gogo! Nee, was? Gogo, go, go. Gagaga? Jetzt werde ich total blabla. Die hatten Insektendeck. Was? In der ersten Runde gleich sowas? Oh nein, die hatten 5 Rang Xyz Monster. Verteidigungsposition, falls diese Karte angreift, wird sie in Verteidigungsposition wieder. Ah, ja. Wenn ein Monster einen Angriff deines Gegners einen Angriff deklariert, solange du keine Karten in der Hand hast und diese Karte in deinem Friedhof liegt, du kannst diese Spielkarte. Was? Wie soll ich denn die Hand komplett Karte von der Friedhof nehmen? Ein Exis-Material von einem Monster, das dein Gegner ignoriert und negiert ist. Material an ein Exis-Monster an das Pokémon. Was?
hat gute Fallen. Das wird schon funktionieren. Halbiere allen Schaden. Kannst diese Karte immer ein Foto drauf an, halbiere allen Effektschaden in den nächsten Schüsse setzen. Das könnte ich ja nackt. Das muss ich in der Battleface machen. Muss es nämlich. Oh nein, aber ist das die gleiche Stufe? Na? Jetzt! Das hat nur 300, das wäre nicht so gut. Das reicht auch nicht, ich muss die nehmen. Okay, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Sorry, Gogo-Riese. Was? Warum greift die mich an? Ah ja, okay. So klein. Oh nein. Nein, nicht wieder die Grasschrecke. Ah nein, ich kann die. Oh, du bist so ein Arsch. Egal. Sonst nervt mich das die ganze Zeit. Was hat das Gegner sein anprobiert? Was ist Willst du noch mal angreifen? Hä? Ach komm, fick doch die... Tja. Hm.
Sein Existenz, sie erhält unverwandelte Kampf, falls sie das tut, verliert ein Monster, das der Gegner gut macht. Ja, diesen Effekt zu aktivieren. Ja. Was macht die? Ach, verdammt. Verdammt, das wird jetzt mein Untergang für das Gaga-Gaga-Marina-Mädchen? Oder das Gaga-Mädchen? Egal, wir haben noch Lebenspunkte. Hau rein. Ach, hau rein, Dexter, hau rein. Ich habe genug Lebenspunkte, so kann ich auch ein bisschen Lebenspunkte haben. Ja, was kann ich? Was kann die? Falls diese Karte noch normal schon. Dann beginnt die Endphase. Haha, ich kann das auch in der Mainphase machen. Also in der Mainphase 2 hoffe ich. Ah, es gibt nur Mainphase 1. Scheiße. Egal.
Gagaga-Wache. Reicht das? Oh nein, gerade nicht! Ah, wie bin ich mit sowas starkem Angreifen? Stark angreifen. Was bleibt mir anders übrig? Aber ich hoffe, dass die immer noch. Alter! Ich hoffe einfach wirklich, dass die schwächer sind als 1500, ne? Ach komm, du bist doch eine scheiß Drecksratte, weißt du das? Scheiße, das kann ich. Verteidigungsmodus sofort. So. Nochmal. Du kannst dein Exist-Material von dieser Karte abhängen. Sie erhält 500 Attacker. Falls sie das tut, verliert ein Monster, das dein Gegner kontrolliert. Bist doch wohl ein Arschkeks! Mann! Oh, die hat keine Karte auf der Hand und macht dann so einen Mist, ne? Boah! Kann man nur so asoziale Karten besitzen? Ja, weg mit dem Schrott! Und jetzt natürlich 100 mehr als mein scheiß fucking. Könntest du kotzen? Ja, die Schwäche ist noch mehr! Ich brauche jetzt ein Wunder, ne? Komm, du willst mich doch verarschen, Mädel. Jetzt hat sie kein Exist mehr. Kann ich den. Kann ich den jetzt? Ach so, nur wenn es. Dann die Battle Phase beenden.
Oh, da steht noch was. Du kannst diesen Effekt von nur einmal pro Duell ver... Fick dich! Halt. 500 APK. Ja, dann habe ich noch nicht mein Hexer. Ist das scheiße. Oh, ist das scheiße. Ey, das Duell hab ich verloren. Nö, sehe ich nicht ein, Mädel. Ja, komm mit deinem scheiß Schmetterling. Das ist genau das richtige Deck gegen Shadow. Ich weiß, der spielt kein Yu-Gi-Oh, aber... Jetzt kommt alles auf die letzte entscheidende Karte. Was werde ich ziehen? Wird es was bringen? Yay, wenn ich ein Monster hätte, würde das wohl geil sein. Wir haben verloren. Fick dich, du Scheiß. Im Discord gerade mal übelst viele Nachrichten. Was mein Name gibt. Achso, steckt in meinem Ventilator. Dann geht mein Ventilator auch gleich aus. Aber Handy aufladen ist gerade wichtig. So kurz davor und dann macht sie sowas, ne?